Und ich bin in einer Sektion, wo es um Motivation geht. Da denkt man, das ist ein Widerspruch. Aber für viele Kinder, junge Leute ist das zu viel Papier, Ausrufungszeichen, eine ganz wichtige Forderung an uns Erwachsene und steht im Zusammenhang mit den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. So, ich gehe jetzt mal in die Bildschirmpräsentation. Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Wer nicht genau weiß, was dahinter steckt, dem zeige ich jetzt einen kurzen Film. Kurz erklärt, nachhaltige Entwicklungsziele. Das ehrgeizige Ziel einer ökologisch nachhaltigen, gerechten Welt ohne Hunger und Armut, ohne Krieg und Ungleichheit, kann nur gemeinsam erreicht werden. Deshalb haben die Vereinten Nationen einen Katalog für nachhaltige Entwicklung beschlossen. Alle 193 Staaten haben sich verpflichtet, diese bis 2030 umzusetzen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals, SDG, lassen sich in fünf Gruppen zusammenfassen. Die fünf Ps. People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership. Der erste Bereich, Menschen, beinhaltet ehrgeizige Ziele. Ein Ende von Armut und Hunger, gute Gesundheitsversorgung und Bildung sowie eine Gleichstellung aller Geschlechter. Der zweite Bereich, Erde, strebt nach nachhaltigen Städten und Gemeinden, einem verantwortungsvollen Konsum, Maßnahmen zum Klimaschutz sowie den Schutz des Lebens im Wasser und zu Land. Der dritte Bereich, Wohlstand, zielt auf den Einsatz erneuerbarer Energien, auf gute Arbeit und wirtschaftlichen Wohlstand, gute Infrastruktur sowie eine allgemeine Reduzierung der Ungleichheiten zwischen und in den Staaten. Der vierte Bereich, Frieden, ist so kurz wie schwer. Er verlangt weltweiten Frieden, Gerechtigkeit und gute Regierungsführung. Der fünfte Bereich schließlich, Partnerschaft, macht deutlich, wie diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen sind. Durch weltweite Zusammenarbeit und Partnerschaft. Jahrzehntelang wurde Entwicklung vor allem als wirtschaftliche Entwicklung verstanden. Die armen Länder galten als Entwicklungsländer und die reichen wurden Industrieländer genannt, denen die armen Länder nacheifern sollten. Heute werden ökonomische, ökologische und soziale Fragen stärker zusammengedacht. Auch die reichen Länder müssen sich entwickeln. Sie sollen Ungleichheit abbauen, ihre Wirtschaftsweise ökologisch nachhaltig gestalten und die negativen Auswirkungen ihrer Politik auf andere Länder reduzieren. Das gilt auch für Deutschland. Eine nachhaltige Entwicklung wird nicht allein von den Regierungen ausgehen. Es ist die Aufgabe aller Menschen. Dabei müssen sich die Maßnahmen an den Schwächsten und Verletzlichsten orientieren. In der Präambel der Sustainable Development Goals heißt es: Wir versprechen und verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise niemanden zurückzulassen. Ja, das sind die 17 Ziele. Und wenn man bedenkt, dass die Kinder, die wir unterrichten, genau in dieser Zeit bis 2030 erwachsen werden, dann kann man sehen, dass es für sie bedeutend ist, dass wir diese Ziele auch umsetzen. Und sie selbst sind ja daran beteiligt, sich auch jetzt schon dafür zu engagieren. Für die Primarstufe und die Sekundarstufe 1 ist das zweite P, Planet, ganz bedeutend, weil wir hier sehr viele Themen finden, die mit dem direkten Alltag der Kinder zu tun haben und wo sie direkt verstehen können und wo sie auch direkt handeln können und etwas tun können. Und deshalb habe ich also auch diese zwei, das Planet und das Thema Konsum, ausgesucht. Der Rahmen, die 17 Ziele, ist wunderbar für die Kinder, weil es ist ein weltweites Projekt und mit großer Bedeutung. Und ja, hier vor meiner Tür, ich wohne hier in Kiel gegenüber vom Landeshaus, finden jeden Freitag Demonstrationen statt. There is no Planet B. Das heißt, die Kinder sind wirklich engagiert und interessiert. Die Methode, mit der wir dieses Thema zu viel Papier, Ausrufungszeichen, vermitteln, ist die CLIL-Methode.
Einige von Ihnen werden es vielleicht schon kennen. Es geht also um die Verbindung von Fachinhalt und Sprache und zwar zu gleichen Teilen, wobei wir als Deutschlehrer, als DAF-Lehrer den Sprachaspekt nach vorne stellen. Wir sind also nicht Fachlehrer, sondern wir agieren schon auch als Sprachlehrer. Es geht darum, die Lernenden in authentische, fachlich authentische Situationen zu bringen, die sie mit Unterstützung, mit unserer Unterstützung bewältigen können. Die Sprachanforderungen, die wir ihnen bieten, liegen knapp über dem individuellen Sprachvermögen. Das nennt Herr Leisen, der glaube ich auch Referent ist, kalkulierte sprachliche Herausforderung. Und die Lernenden erhalten so viel Sprachhilfen, wie sie zum erfolgreichen Bewältigen der Sprachsituation benötigen. Das Thema Papier bietet für dieses CLIL-Konzept gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Unterricht. Es ist relevant. Es hat einen starken Alltagsbezug. Es hat fachliche und sprachliche Vorkenntnisse bei den Schülern. Es gibt viele methodische Zugänge, visuelle, experimentelle. Sehr viel anschauliche Materialien, darauf werde ich gleich kommen. Und es gibt fachliche Aufgabenstellungen, die es uns möglich machen, sie produktiv zu versprachlichen. Das heißt, es gibt eine fachliche Aufgabenstellung und die gibt uns DAF-Lehrern gute Chancen, ganz viel sprachlich zu erreichen. Und wir haben sprachliche Aufgabenstellungen, die die Sachfachinhalte nicht abschwächen. Weil nichts schlimmer als eine Abschwächung der Fachinhalte, das wird die Schüler langweilen, das werden sie auch merken und das ist dann oft auch unter ihrem Niveau. Das heißt, wir müssen schon immer auf Augenhöhe bleiben. Ja, und es bietet auch vielfältige Anlässe zum produktiven Diskurs und zur kreativen Arbeit. Das sind also im Grunde zusammengenommen ideale Voraussetzungen, um erfolgreich CLIL zu unterrichten. Das Thema ist relevant. Die Situation in Deutschland ist extrem. Die Deutschen verbrauchen am meisten Papier, aber das gilt weltweit. Also die Deutschen verbrauchen 250 Kilogramm Papier im Jahr. Das ist genauso viel wie Südamerika und Afrika zusammen. Das ist also extrem. Ja, das kann man hier auch sehen. Insofern ist es bei uns besonders relevant, aber es ist im Grunde weltweit ein Thema. Und das Thema hat Alltagsbezug. Sie sehen hier ein Wimmelbild. Also solche Wimmelbilder sind im CLIL-Konzept super, weil die Kinder haben vielfältige Möglichkeiten zu gucken und etwas zu finden. Stellen Sie sich nur mal jetzt hier vor, die Kinder haben die Aufgabe zu suchen, wo wird Papier gebraucht. Und Sie werden sehen, das wird den Kindern sehr viel Spaß machen. Zusätzlich kann man hier durch eine Bilddarstellung auch noch Sprechhilfen geben, die aus dem Bereich der Bildbeschreibung kommen. Gleichzeitig können Sie hier Alltagswissen anwenden, also Alltagswissen auf dem Niveau A2. Das ist etwa das Niveau, von dem an wir beginnen, eigentlich solche Themen zu unterrichten. A2, man sagt so drittes Lehrjahr. Drittes Lernjahr. Ja, es gibt hier in Deutschland eine ausgezeichnete Materialbasis für einen wirklich ganz anschaulichen Unterricht. Das kommt teilweise von den ökologischen Umweltorganisationen, es kommt teilweise auch von den Kirchen, ganz interessant. Es kommt aber auch von den Ländern und das hat natürlich zu tun mit diesen 17 Zielen und auch der Bedeutung dieser Themen für die Jugendlichen, die sich ja durch diese Fridays for Future Demonstrationen ausdrückt. Also viel Material, und zwar Bildmaterial, Textmaterial, Filme. Das Thema Papier ist auch ein Unterrichtsgegenstand, zum Beispiel das Thema Papierrecycling. Und ich denke, es ist ein Unterrichtsgegenstand in allen Grundschulen, die Auseinandersetzung mit Papier. Wie entsteht Papier? Wie stellt man Papier her? Wie wird es recycelt? Bei uns ist Papierrecycling ein wichtiges Thema. Schon seit Jahren, aber es wird immer noch zu wenig recyceltes Papier auch verwendet. Das heißt, die Kinder bringen hier nochmal, sie bringen Voraussetzungen, fachliche Kompetenzen mit, die wir dann auch fruchtbar machen können im CLIL-Unterricht. Der Bezug zu den 17 Zielen, das sind die Ziele 12 und 15, einmal das
Ziel 12, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Und 15, Leben an Land, denn Papier basiert auf der Produktion von Bäumen. Fachlich haben wir es mit den Themen, mit den Fächern Erdkunde, Umweltschutz und Ethik zu tun. Bei uns wird das Thema zum Beispiel auch im Religionsunterricht behandelt. Das heißt, die Schüler auf fachlicher Ebene können ihren eigenen Papierverbrauch darstellen und auch begründen, Papierprodukte differenziert nach Nutzung benennen, verstehen und beschreiben, wie Papier hergestellt wird, Hypothesen dazu bilden, warum der Papierverbrauch stetig steigt, Umweltprobleme erkennen und benennen, die bei der Produktion von Holz für die Papierindustrie entstehen, Plakate gestalten, die auf einen nachhaltigen Papierverbrauch zielen. Das sind die fachlichen Ziele. Die sprachlichen Ziele, die Schüler können ihren Alltagswortschatz anwenden und erweitern. Auf dem Wimmelbild konnte man sehen, Alltagswortschatz, es geht um Wohnen, es geht um Möbel, um Richtungsangaben und so weiter. Alles, was sie schon auf dem Niveau A2 können. Sie sollen können den Papierprodukten Oberbegriffe, also in diesem Fall auch Fachbegriffe zuzuordnen, grafische Darstellung zur Herstellung und zum Verbrauch von Papier in Tabellen, Lückentexten und Lesetexten auswerten. Ganz einfach, aber fachliche Darstellungsmittel. Die Ergebnisse dann in Wort- und Bildverbindung und in einfachen Sätzen mündlich und schriftlich präsentieren. Und grammatische Strukturen festigen, zum Beispiel das Vorgangspassiv, Modalverben, Präposition, Nomen, Verbverbindung, all dies ist bei diesem Thema möglich. Dann selbst Wort-Bildmaterialien herstellen, die auf die Nachhaltigkeit beim Thema Papierkonsum hinweisen. Der Einstieg sollte natürlich sein, Papier bei mir. Das heißt, wir sollten ganz klar ansetzen da, wo die Kinder sind in ihrem Alltag. Man kann, ich habe es auch mal bei dem Thema so gemacht, dass ich einen Papierkorb ausgeschüttet habe und wir geguckt haben, was dort alles drin ist. Man kann es auch wieder mit einer Abbildung, mit dem Wimmelbild vorhin oder dieser Abbildung machen. Ein Zimmer einer Jugendlichen spricht die Kinder sehr gut an. Auch die jüngeren Kinder finden das gut. Und hier gibt es natürlich auch in diesem Zimmer unheimlich viel Papier. Das kann man raten. Man kann auch hier wieder die Sprachhilfen der Bildbeschreibung benutzen, um zu sagen, oben links hängt ein Plakat. Bei der Erschließung, sprachlichen Erschließung eines solchen Bildes dürfen die Kinder das Wörterbuch benutzen. Und sie sind dabei sehr motiviert und suchen dann die Wörter heraus und benennen die einzelnen Bildelemente. Man kann es auch so machen, dass die Kinder alles, was aus Papier ist, weiß lassen und alles andere anmalen als erste Aufgabe. Macht auch total Spaß, sieht dann so aus. Das heißt, dass alles, was weiß ist, ist Papier. In der Unterrichtseinheit, die bei der Junior, bei der Kinderuni hinterlegt ist, geht es auch um das Thema Kreislauf. Kreisläufe eignen sich immer sehr gut im Unterricht. Sorry, ich muss mal trinken. Besonders wenn Bilddarstellungen da sind. Und hier werden zunächst mal die einzelnen Abläufe benannt. Sorry. Und dann in ganze Sätze übertragen. Die Sätze hier müssen, sind im Aktiv übrigens, Aktivsätzen. Man kann sie auch überführen nachher in Perfektsätze, Vorgangsperfekt. Das ist also wäre eine sprachliche Aufgabe. Aber zunächst sollen Sie diese Sätze ausschneiden und in eine richtige Reihenfolge bringen. Das ist also eine Aufgabe, die recht viel sprachlichen Inhalt hat und auch sehr viel fachlichen Inhalt. Wobei der Kreislauf ist oft schon im Fachunterricht vorhanden, also im muttersprachlichen Fachunterricht, sodass hier auch der Zugang recht leicht ist. Man kann
unterstützen, schicker Müllwagen, einen Film einsetzen, der das Thema Papierrecycling nochmal das Papier filmisch drin. Das sind umsetzt. Papiertonnen, wie es sie überall gibt. Mal blau, mal grün, mal als Tonne, mal das als Container. Das ist hier die Sendung mit der Maus. Ein großer Schatz übrigens auch für die Kinderuni und die Junioruni Moskau, die viele dieser Filme hat und viele habe ich didaktisiert. Dieser Film Papierrecycling ist wunderbar geeignet, diesen Kreislauf, den man jetzt erschlossen hat, nochmal sozusagen zu verdichten. Und dieser Film, die Sätze sind meistens im Vorgangspassiv. Man kann auch experimentell Papier selbst herstellen. Auch das ist eine schöne Aufgabe, macht den Kindern Spaß. Dazu gibt es Anleitungen. Man kann eine Unterrichtseinheit, also eine erweiterte Unterrichtseinheit machen und das Thema die Verdrängung des Regenwaldes durch die Papiernutzung darstellen. Das bedeutet, wenn man das in diese Richtung ausweitet, kann man tatsächlich ein Projekt auch anregen, möglicherweise mit dem Fachlehrer in Erdkunde. Das heißt, das Thema sozusagen von der Alltagswelt des Kindes und dem persönlichen Verbrauch jetzt über den Kreislauf dann in das große ökologische Thema. Ausweiten kann man es zum Beispiel auch in Richtung Mathematik. Der Holzverbrauch für Papier, den kann man errechnen. Das heißt, man rechnet, dass man für ein Kilogramm Papier etwa 2,2 Kilogramm Holz benötigt. Und da kann man mit einer Formel kann man den Jahresverbrauch der Klasse ausrechnen und hat dann eine wirklich sehr dichte, sehr anschauliche Zahl, die man ausrechnen kann als Matheaufgabe. Und das können Sie im Deutschunterricht machen, weil einfach die Zahlen einfach sind. Sie setzen, knüpfen an die mathematische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler an und haben im Grunde genommen einen sprachlichen Gewinn dadurch, dass die Schüler die Ergebnisse und die Rechenaufgaben in deutscher Sprache bringen können. Ja, man kann dann eine Plakataktion dranhängen. Das heißt, man kann selbst tätig werden. Die Schüler und Schülerinnen können ein Plakat. In Deutschland gibt es die Umweltorganisation Oro Verde. Und diese Organisation macht jedes Jahr eine Plakataktion zu einem Thema, wo sich Schulklassen beteiligen können. Und wenn die Schulklassen sich beteiligt haben, können sie Preise gewinnen. Das heißt, es gibt von Anfang an bis zum Ende eine vielfältige Möglichkeit, ich gehe nochmal zurück, das Thema relativ einfach, Einstieg, Wortschatz auf, also hier entwickelt man den Wortschatz, also erstmal die Papierbegriffe und dann gehen wir in einen Kreislauf. Der Kreislauf bietet uns Möglichkeiten wieder der Versprachlichung, weil wir einen Kreislaufprozess haben, den die Kinder möglicherweise aus dem Fachunterricht bereits kennen. Wir haben hier Aktivsätze auf dem Niveau A1, A2, die man dann auch in Passivsätze überführen kann. Und ein Film, der den gesamten Vorgang nochmal deutlich macht. Schicke Tonnen. Das Papier drin. Das sind Papiertonnen, wie es sie überall gibt. Mal blau, mal grün, mal als Tonne. Ich gehe nochmal zurück. Sie sehen, der Film ist sehr einfach sprachlich. Also für die Kinder nachzuvollziehen. Schicke Tonnen. Das Papier drin. Das sind Papiertonnen, wie es sie überall gibt. Mal blau, mal grün, mal als Tonne, mal als Container. Aber egal wie gesammelt, es muss abgeholt werden. Und hier sehen Sie, ist Passivgebrauch. Also wenn Sie das vorbereitet haben, dann können Sie hier wunderbar
Im Müllwagen wird es noch zusammengepresst. Den Film verstehen. Ja, dann eigene Aufgaben ist immer gut. Etwas selbst machen, händisch machen, etwas selbst herstellen. Also hier kann man Papier herstellen. Und wie gesagt, Ausweitung in das Thema Verdrängung des Regenwaldes. Das geht dann in Richtung auch schon eines Projektes. Mathe. Kreativ und produktiv eine Plakataktion machen. Auch hier kann man es so machen, dass die Plakate, also dass die Schüler selbst einzeln Plakate machen und die Plakate dann gegenseitig bewerten, also auch ausstellen, möglicherweise in der gesamten Schule. Und die Schüler, die Mitschüler können diese Plakate bewerten. Man kann es auch so machen, dass die Plakataktion auf die gesamte Schule ausgedehnt wird. Und dann möglicherweise muttersprachlich, aber auch in der deutschen Sprache vorgestellt wird. Ein wichtiges Thema auch ist das Thema Upcycling. Das macht den Schülern auch sehr viel Spaß. Das heißt, Upcycling heißt, dass man Papierprodukte wiederverwendet oder neu, ganz neue Produkte herstellt aus dem Material. Da gibt es viele Ideen und auch viel Material, wo man drauf zurückgreifen kann. Und wenn Sie eine Unterrichtseinheit suchen zu dem Thema, auch die Kinderuni hat das Thema Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgenommen und man findet es hier bei der digitalen Kinderuni. Und dort habe ich hinterlegt eine relativ einfache Unterrichtseinheit. Können Sie mal schnuppern. Das geht so über 2 Unterrichtseinheiten oder 4 maximal auf 2 Niveaus, A1, A2 und ab A2 können Sie da mal probieren. Und ja, wenn Sie motiviert sind, was Sie hoffentlich sind, dann können Sie daraus auch ein etwas größeres Projekt machen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen früher fertig als eine halbe Stunde, aber ich hoffe und denke, dass Sie Fragen dazu haben und die würde ich da gerne dazu beantworten. Ja, vielen Dank, Frau Hoppenstedt, für diesen tollen Vortrag. Ich muss sagen, ich konnte jetzt fachlich auch noch sehr viel zum Thema Papier lernen, was die Statistiken betrifft. Und vielen Dank auch erstmal von mir für diesen interessanten Vortrag. Für alle anderen, ich lese jetzt schon die ersten Fragen vor. Sie können aber gerne weiterhin Ihre Kommentare posten. Und ich versuche, wenn Sie noch eine Frage haben, die auch noch zu stellen. Aber fangen wir am besten an mit den Fragen, die jetzt schon gestellt wurden. Ihre Erfahrung. Machen die Kinder schneller Fortschritte, wenn es ein solches Thema gibt? Also Fortschritte, wahrscheinlich sprachliche Fortschritte. Ja, das kann man natürlich jetzt nicht so unmittelbar messen. Das Thema ist ja eingebettet in das Thema Motivation. Also was ich deutlich sagen kann, dass man eine große Motivation hat. Und also wenn ich jetzt mal dieses Bild sehe, was ich auch eingesetzt habe, dann sehen Sie, dass die Kinder sofort aktiv werden. Ja, also man merkt sofort Reaktion. Ja, die Aufgabe ist sofort verstanden und ich glaube, dass das, und das wissen wir auch aus der Hirnforschung, dass das auch einen größeren Lernerfolg erzeugt und zwar auch wieder Nachhaltigkeit, einen nachhaltigeren. Die Kinder sind einfach vollkommen bei der Sache und entsprechend durch die Motivation nehmen sie auch mehr auf, sie nehmen mehr Inhalte auf. Und natürlich, wenn das Thema eine solche Relevanz hat und auch so international ist, das fällt mir auch immer auf, sind die Kinder auch innerlich stärker beteiligt, als wenn es so irgendwie nur so in ihrem Alltagsleben ist und oft ja leider auch im frühen Sprachunterricht unter dem Niveau der Kinder. Also kann ich würde sagen, nachhaltig ja. Das merken sie im Moment nicht, aber Sprachenerwerb ist ja auch ein wirklich langfristiger Prozess. Vielen Dank. Und vielleicht gleich anschließend auch eine Frage zu den Themen. Wie wählen Sie die Themen aus? Also hier geht es bei dieser Frage darum, Sprachhandlungen
oder eher die Relevanz des Themas? Also wie wahrscheinlich auch, wie gehen Sie vor? Also beides, aber gibt es da Wichtigeres oder was ist für Sie zentraler, die Relevanz des Themas oder die Sprachhandlungen, die damit verbunden sind? Also ist es eigentlich beides, ne? Und das ist ja, CLIL ist ja im Grunde genommen beides. Man muss wirklich beide Ziele immer im Kopf haben, ne? Sowohl das fachliche ist ja speziell. Es geht ja um die Bedeutung des Themas für die Schülerinnen und Schüler. Ganz, ganz entscheidend ist, es muss einen Alltagsbezug geben und es muss für sie Bedeutung haben. Ja, das ist sozusagen das Wichtigste. Dann muss es aber auch Möglichkeiten geben, dass ich tatsächlich versprachlichen kann. Das Thema darf also nicht so entfernt sein von den Vorkenntnissen, die die Schüler haben. Und wir gehen ja in den ersten Lernjahren, gehen wir von Alltags, das Alltagsleben ist versprachlicht. Ne? Das heißt also, meine konkrete Umgebung ist versprachlicht. Und da ist dieses Thema natürlich super, weil ich dort anknüpfe. Ne? Ich beginne so im Kinderzimmer und hier gibt es viele Dinge, die die Schüler schon benennen können und das ist wunderbar. Ne? Also je näher es dran ist an der Realität, und auch damit hat es ja auch Relevanz für die Schülerinnen und Schüler. Es ist super, aber es muss auch viele Möglichkeiten, viele unterschiedliche methodische Möglichkeiten bieten. Wie zum Beispiel eine Bildbeschreibung oder ein Film dazu. Oder es muss auch Grafiken oder Darstellungen, visuelle Darstellungen geben, wo die Kinder einen Zugang haben, wo es mir dann leicht fällt, sie zu versprachlichen. Also beides ist wichtig. Und man muss eigentlich beides immer abwägen. Vielen Dank. Und jetzt passt auch die nächste Frage oder die nächste Rückmeldung. Erstmal, es gab ganz, ganz viele Rückmeldungen und die Teilnehmenden sind mir hoffentlich nicht böse, wenn ich nicht namentlich zitiere, weil es so häufig war, die Rückmeldung, dass das Thema sehr, sehr aktuell ist, dass das, was Sie vorgestellt haben, also die methodische, didaktische Aufbereitung, dieses Thema sehr praktikabel und sehr nützlich ist und sehr motivierend und auch die Lernkanäle bedient werden, also visuell, und hier ist auch erwähnt, das Upcycling am Ende, also haptisch, genau, noch, dass dann etwas entstehen kann und dass all das bedient wird oder bedient werden sollte bei so einer Einheit, verschiedene Lernkanäle, verschiedene Aktivitäten. Es gibt jetzt zu diesem, was Sie sagten, gerade beides ist wichtig, eine Frage zu den Lehrkräften. Ich zitiere, wenn ich richtig verstanden habe, gibt es diesen Unterricht auch in anderen Fächern. Wie gut muss, also jetzt geht es um die Fachlehrkraft, Deutsch können, oder gibt es immer zwei Lehrer, also Sprachlehrkraft und Fachlehrkraft? Ja, das ist ja das Ziel, das eherne Ziel dieser CLIL-Konzeption, dass man sagt, das Ideale wäre zwei Lehrkräfte, und zwar die Fachlehrkraft in Kooperation mit der Sprachlehrkraft. Dieses Ziel, ich habe es noch nie irgendwo erlebt, dass es realisierbar war. Und ich denke, das ist überall das Gleiche. Das heißt, am Ende ist es dann doch die Sprachlehrkraft, die sich sozusagen hinaus bewegt in das Fach. Idealerweise hat sie selbst auch einen fachlichen Hintergrund. Bei uns hier in Deutschland in den Grundschulen, und ich habe auch schon Fortbildungen in Moskau gemacht, also ich weiß, auch in Russland gibt es sehr viele Lehrkräfte, die auch ohnehin schon in fachliche Inhalte gehen. Das ist also teilweise gar nicht so was ganz Neues. Wir machen es uns jetzt hier nur so ein bisschen bewusster, aber es ist ideal, wenn die Deutschlehrkraft, also die Sprachlehrkraft, sich irgendwie für etwas Fachliches interessiert und das sozusagen produktiv in ihren Deutschunterricht einbezieht. Das kann Musik sein, wenn sie also auch musikalisch oder Musikunterricht macht. Wenn sie Mathe unterrichtet, kann es auch Mathe sein. Einfach, was wichtig ist, dass man das Bewusstsein einfach so ein bisschen erweitert, dass dieser DAF-Unterricht, dass der im Grunde genommen Riesenchancen bietet in den Fächern. Und auch das wird bei uns entdeckt erst. Wir haben im Moment ja auch in Deutschland die Situation, dass wir in manchen Schulen 90% Kinder haben, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Ja? Und wir lernen im Grunde genommen in diesen Klassen auch, wie bedeutend eben dieses Zusammenbringen von Fach und Sprache ist und wie fruchtbar das ist. Also es wird am Ende die Sprachlehrkraft sein. Wir sprechen ja auch von Soft-CLIL.
Das ist sozusagen, ich sag mal, die realistische Methode. Soft Skill bedeutet, die sprachliche Lehrkraft leitet den Unterricht und die Lernziele sind auch primär die sprachlichen. Fachliche und sprachliche stehen nebeneinander und die Beurteilung ist am Ende auch die sprachliche. Ja, das ist sozusagen im Gegensatz zu Hard Skill, wo letztendlich das Ganze unter fachlichen Gesichtspunkten bewertet wird. Sowas finden wir oft im bilingualen Unterricht in den Sekundarstufe 1 und 2. Aber so im, ich sag mal, im DAF-Unterricht der ersten Lernjahre wird es die Sprachlehrkraft sein. Und ich kann eigentlich wirklich nur motivieren, weil ich habe jetzt schon viele Lehrkräfte gesehen, die auch da eingestiegen sind, erstmal sich vorgetastet haben mit kleinen Unterrichtseinheiten und dann also begeistert waren, was möglich ist. Also allein, was das Fach Mathematik zum Beispiel bietet, ist toll. Ja. Vielen Dank auch für die Erläuterung des Soft-Skill-Ansatzes nochmal. Und ein Gedanke, der mir jetzt auch kam, ist, dass diese relevanten Themen ja immer auch zur Folge haben, dass sich die Kinder oder die jungen Menschen zu diesen relevanten Themen ganz schnell äußern können. Etwas, was also im normalen Sprachunterricht viel später an der Reihe wäre aufgrund der Begriffe. Und weil Sie die Sekundarstufe 2 angesprochen haben, es gab die Frage, welches P, also das bezieht sich jetzt dieses P auf die 4 Ps, ja, die Sie angesprochen genau. haben, wäre ja. für die Sekundarstufe 2 passend, weil Sie sagten ja, Sie hatten ja das P für die Sekundarstufe 1 in Ihrer Präsentation erwähnt. Gibt es Themen jetzt im Feld Papier, die Sie dann eher in der Sekundarstufe 2 unterrichten würden? Also man kann dieses Thema Papier natürlich auch in der Sekundarstufe 2 unterrichten und da geht es dann tatsächlich in die ökologischen Fragen, Abholzung und also ich gehe nochmal hier in diesen Film, wenn Sie diesen Film gesehen haben. Moment, gehen wir mal rein. Kurz erklärt. Maßnahmen zum Klimaschutz sowie den Schutz des Lebens im Wasser und zu Land. Jetzt kommt es. Der dritte Bereich, Wohlstand, zielt auf den Einsatz erneuerbarer Energien, auf gute Arbeit und wirtschaftlichen Wohlstand. Gute Infrastruktur sowie eine allgemeine Reduzierung der Ungleichheiten zwischen und in den Staaten. Kurz erklärt, nachhaltige Entwicklungsziele. So, das war jetzt eigentlich das ehrgeizige Ziel. Ich mach mal schon. Das war eigentlich das dritte. Also das heißt, ich würde für die Primarstufe und die Sekundarstufe 1 die ganz einfachen alltagsbezogenen Themen. Das ist das Thema Konsum, das interessiert die Kinder, weil das hat zu tun mit ihrer Kleidung, das hat zu tun mit ihrem Energieverbrauch, ihrer Mediennutzung und so weiter. Dieser Alltagsblick, den kann man ja erweitern. Wir sprechen ja auch insgesamt von einem spiralförmigen didaktischen Konzept. Das heißt, man beginnt mit der Alltagserfahrung und setzt dann im Grunde genommen die thematische Behandlung fort. Auf einem immer höheren Niveau. Das ist im Sprachunterricht sehr zu empfehlen. Das heißt, wir beginnen jetzt im dritten Lernjahr mit dem Papierverbrauch, den ich zu Hause habe, so wie hier in dieser Unterrichtseinheit dargestellt, und erweitern das Thema immer mit den erweiternden Sprachkompetenzen der Kinder. Dieses Spiralprinzip, das ist etwas, was ich sehr vertrete, also dass man im Prinzip in der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2 immer wieder das Gewonnene aufnimmt und nutzt. Und dafür sind diese nachhaltigen Entwicklungsziele ein idealer konzeptioneller Rahmen. Deshalb empfehle ich wirklich den Lehrkräften, sich damit zu befassen und da auch Inhalte aufzunehmen, möglicherweise auch mit Fachlehrern sich auszutauschen und das dann auch fortzusetzen. Also bis in die Sekundarstufe 2. Das ist im Grunde genommen, also Ich habe auch von Lehrkräften, ich unterrichte im Moment nicht die Sekt 2, also ich habe erfahren, dass diese Themen, diese Ziele, diese 17 Ziele sehr, sehr stark im Unterricht gut ankommen und auch eingesetzt werden. Und dann eben im Fächer verbinden. Ja. Also hier geht es dann in den Bereich Physik oder auch Erdkunde, aber dann auch um wirtschaftliche, ökologische Fragen, ne, die für die Kleinkinder noch nicht relevant sind.
Und zu dieser Verknüpfung oder zum Krill-Ansatz gibt es auch eine kritische Anmerkung. Und ich muss gestehen, dass ich es nicht ganz verstehe, aber ich lese es gerne vor. Die Krill-Methode ist nicht besser als die Klass-Methode, C-L-A-S-S. Die Klass-Methode sagt mir, muss ich zugeben, jetzt nichts, aber vielleicht sagt Ihnen das was. Sagt mir im Moment auch nichts, muss ich zugeben. Ja, also was immer falsch verstanden wird, es geht nicht darum, diese Methode zu verabsolutieren. Also ich bin jetzt nicht ein Vertreter, der sagt, also es geht jetzt nur um Klill, sondern ich halte Klill, also diese Ansätze, für eine Bereicherung des Sprachunterrichtes. Also ich denke, der Sprachunterricht muss immer auch ein integrierender sein. Und auch ich unterrichte klassischen Sprachunterricht. Habe ich ja hier auch gesagt, wenn Sie zum Beispiel den Kreislauf machen, dann ist es sozusagen eine wunderbare Möglichkeit, das Vorgangspassiv zu behalten. Ne? Also so muss man das im Grunde genommen sehen. Das ist nicht eine Verabsolutierung. Das große Plus ist wirklich die Motivation, der unmittelbare Zugang der Schülerinnen und Schüler. Und was ich auch als ganz großen Vorteil finde, dass die wirklich in die Lage versetzt werden, durch diese inhaltliche Beschäftigung am Ende mit hoher Motivation eigenständige Produkte herzustellen. Und das sind dann ja auch eigenständige Sprachprodukte. Und das erreichen sie wirklich, ich sag mal, durch klassischen Sprachunterricht kaum. Ja, dazu brauchen sie einfach so ein Thema, wo die Kinder auch mit Werbe dran sind und wo sie ja auch dann Kompetenzen aufbauen, die sie dann produktiv umsetzen können. Was ich auch wirklich sehr positiv wahrnehme, ist, dass die Kinder miteinander kommunizieren. Es gibt bei diesem Klill-Unterricht sehr viel Gespräch miteinander. Der findet auch in der Muttersprache statt, aber ist dennoch produktiv auch für die Fremdsprache. Da habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Das heißt, sie unterhalten sich, man merkt, sie sind da inhaltlich dabei. Und das bedeutet, sie haben also sozusagen auch inhaltlich eine größere Aufnahmefähigkeit und ein Konzept dann und ein Kontext für das deutsche Wort oder den deutschen Satz. Das sind so die großen Vorteile. Aber es geht nicht um Verabsolutierung dieser Methode und um zu sagen, die eine gegen die andere. Ja. Das ja. hat uns noch nie weitergeführt, so Methodendiskussion. Ja, ja. Also als Bereicherung und nicht als Ersatz. Ja. Jetzt gibt es, wir haben noch etwas Zeit. Es gibt noch eine Frage zu Materialien. Gibt es Materialien auch für zu Hause in Zeiten des Fernunterrichts? Ja, wir haben gerade begonnen mit der Kinderuni Homeschooling, wie man das ja so schön neudeutsch sagt, Materialien einzustellen. Es gibt also gerade zu diesen Themen, zu den 17 Zielen, gibt es Homeschooling-Material. Das ist erstmal so ein Rantasten, aber gibt es. Und das ist bei uns, gibt auch bei uns hier in Deutschland immer eine riesige Nachfrage. Ich glaube, das wird zunehmen, weil wir hier sehr viele Kinder haben nicht deutscher Herkunft. Also das sind im Moment in den Grundschulen, sind es in Deutschland über 30%, muss man mal sehen. Und gerade diese Kinder hatten keine Möglichkeiten, Unterstützung zu Hause zu bekommen. Und für die, da bin ich im Moment auch dabei, ist eine große Nachfrage nach Material. Und das wird natürlich auch zugutekommen den DAF-Lehrern. Also da ist für die Kinderuni auch jetzt wirklich ganz vorne. Wir haben die ersten Themen, auch hier zu dem Thema zu viel Papier, gibt es ein Homeschooling-Material. Und dieses Homeschooling-Material als auch die Bearbeitung auf der Kinderuni, ist das schon zugänglich? Oder gibt also ich habe gerade mal nachgefragt, es soll in den nächsten 2 Wochen, das ist im Moment in Bearbeitung und auch in Übersetzung, weil natürlich die Eltern brauchen Hilfsmittel oder Anregungen dafür. Es wird in den nächsten Wochen zugänglich sein. Ja. Ja. Und da eignen sich natürlich diese Themen auch. Insgesamt in Deutschland gibt es ein Riesenangebot, gerade zu diesen 17 Zielen, zugängliche Filme, Animationen und so weiter, auf den gängigen Schulplattformen, Planet Schule oder der WDR, die Sendung mit der Maus. Also da ist ein sehr, sehr umfassendes Angebot für die Lehrkräfte, die sich da so ein bisschen auskennen. Da wird in Deutschland sehr viel im Moment produziert.
Also sehr, sehr gut ist Planet Schule und Südwestfunk. Auch Material, das durchaus, ich habe auch das didaktisiert, das durchaus zu verwenden ist ein DAF-Unterricht. Das ist eine wunderbare Ermunterung auch zum Abschluss unseres Vortrags oder Ihres Vortrages, denn es gab über 100 Rückmeldungen auch zur Relevanz des Themas und ich möchte nochmal alle ermuntern, bei der Kinderuni, bei Planet Schule, bei der Sendung für die Maus das ja, Thema genau. zu verfolgen. Und ja. Ich bedanke mich, Frau Hoppenstedt, über alle Maßen für diesen bereichernden, tollen Vortrag, anschaulichen Vortrag. Wir sind wunderbar in der Zeit. Ich wünsche Ihnen, die Grüße richte ich nach Hamburg. Nach Kiel. Nach Kiel, genau. Ja. Und in den Norden auf jeden Fall. In den Norden, genau. Vielleicht finden Sie ja auch noch den einen oder anderen Vortrag auf der Bildungskonferenz und wir können Sie als Teilnehmerin dann noch begrüßen. Und allen anderen wünsche ich noch einen interessanten Konferenztag ebenso. Und wir schließen jetzt diesen Vortrag und ich verbleibe mit den besten Grüßen und hoffe, dass wir uns in dieser Konstellation auch bald wiedersehen. Vielen Dank, herzliche Grüße an alle Teilnehmer. Es hat mir Spaß gemacht und auch Ihnen, Herr Barth, vielen Dank. Alles Gute und viel Impulse wünsche ich allen, wenn Sie weiter dabei sind. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank.